Bei einem Großbrand in einer Recyclinganlage im Landkreis Elbe-Elster ist ein Schaden von über 2 Millionen Euro entstanden. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am späten Abend in einer Lagerhalle ausgebrochen. Knapp 200 Feuerwehrleute aus der Region um Finsterwalde brauchten bis heute Morgen, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. In der Halle waren Hausmüll und Maschinen gelagert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.